Hallo und willkommen zurück zum neuen Gameplay-Video von mir. Wir spielen wieder mal den galaktischen, ständigen Angriff. Diesmal sind wir nicht mehr wirklich ein Raumkampf, sondern eher ein Luftkampf, weil wir sind in der Atmosphäre, also ist es ja ein Luftkampf eben. Ach, ich spiele mal Bomber. Mal was Neues zeigen. So, muss ich natürlich auch noch leveln. Der Beschuss der Venatorbrücken muss aufhören. Sorgt dafür. Ich finde, die sieht grafisch so geil aus, die Karte. Ich war noch hinten mal mit den Prodevinz-Schiffen überall. Ach, die Prodevinz, ich liebe sie. Mein Lieblingsschiff aus dem gesamten Star Wars-Universum. So. Bombe haben, soweit ich weiß, Replikaner hatten bei einer replikanischen Bombe hier. Den. Hat Schilde, was ziemlich nett ist, hat auch viel Leben. Dafür ist seine das ist so manövrierfähig wie eine Badewanne auf dem Meer. Badewanne auf dem Meer, ich komme mal auf die Idee. Dafür kann es eben auch hoch rein und hält viel aus. Das vielleicht ist gut aus. Eben habe ich einen erledigt. Wir müssen den die Venatorbrücken beschützen. So. Bisschen hoch rein. Beschützt die Brücken des Venators. Den Venator müssen wir ja die Brücke beschützen, wie ihr von euch schon gerade gehört habt. Der Ausfall steht unmittelbar bevor. So, den nächsten. Tschüss. Den Negerkampf finde ich in Battlefront allgemein ziemlich gut gelöst, macht mir ziemlich viel Spaß. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass es keine Ausweichmöglichkeiten gibt, also so wirklich Rollen. Ihr kennt das bestimmt von älteren Spielen oder so, oder vielleicht von einer moderneren, von... stimmt, das ältere Battlefront von EA, von 2015 war das, glaube ich, konnte man noch rollen mit den Steuerkreuztasten. Zum Beispiel hier den rechten, welche den rechten Steuerkreuz drücke, kann ich nach hinten gucken. Was ziemlich nett ist, aber damals konnte ich da ausweichen. Tschüss, Bomber. Wir müssen sicherstellen, dass der Venator einsatzfähig bleibt. Wir haben die Bomber daran gehindert, ihren Angriff abzuschließen. Gut, gut, gut. Immer schön die Bomber aufhalten. Die sind nämlich am härtesten bewaffnet. Natürlich kann man mit der Manövrierfähigkeit nicht mit einem Abfangjäger oder einem Bahnjäger vergleichen, weil darauf ist die Bombe natürlich nicht ausgelegt. Ein Bomber ist eben ein Bomber. Dafür ist aber natürlich, hat er am meisten Leben von allen drei Klassen. Und kann sich selbst heilen. Und, ja. Okay, nicht alle Bomber können, soweit ich weiß, sich selbst heilen, aber die meisten können das. Der Separatistenjäger kann es, glaube ich, nicht. Dafür hat er, glaube ich, noch mehr Protonentropie, das ist also noch mehr Schlagkraft dafür. So. Tschüss. Oh, Yoda ist eingetroffen. Was ich bei der Karte ziemlich geil finde zum Fliegen ist, wenn man hier unterhalb der Karte ist, also bei der unterhalb der Kaminanlage hier, sind ja immer solche Säulen, die natürlich das Gebäude, die ganze Kaminoanlage tragen. Da muss man ziemlich aufpassen, dass er da nicht gegenfliegt. Oder allgemein hier aufpassen. Ein bisschen Kreis. Hat leider nichts gebracht. Ah, wir waren noch zwei Jäger im Nacken gewesen, aber naja. Mein Bomber hat noch Stufe 10. Ja. Bis 25 wird es noch eine Weile dauern. So, wie läuft's denn? Ich bin Dritter. Und damit den Sturm hier. Ich finde es eins der besten Karten zum Spielen. Also für den Raumkampf. Oder eher Luftkampf hier besser gesagt. So, erledigt. Das tschüss. Ihnen gehen langsam die Schiffe aus. Mach weiter so. Wir können siegen. Ja, wir scheinen das gerade hier ziemlich einfach zu gewinnen. Immer will wahrscheinlich wieder zwei Schlachten machen. Hoffentlich können wir dieselbe Karte spielen, dass ich auch direkt diese Separatisten spielen kann.
Dann spiele ich gleich wieder den Abfangjäger, weil ich den noch leveln muss. Ne, ich behalte die bei. Beim vorigen Video habe ich auch nur Abfangjäger gespielt, dann will ich auch hier in dieser Folge nur Bomber spielen. Dann spielen wir in der nächsten Folge einfach dann nur Jäger. Schlag diese Bomber zurück! Jetzt sind wir im Vorteil! Und gewonnen. Immer noch Zweiter geworden. Das haben die Klappergestelle davon, dass sie Klonsoldaten unterschätzen. Nein, eine schöne Foto, Vince. Nein. Jetzt hat er nichts mehr zu lachen. Schade, schade. Immerhin bin ich noch Zweiter geworden. Das freut mich. Ich finde es schade, dass man bei den Raumkämpfen zu wenig Erfahrung macht. Das Geld ist, naja, hätte man mehr machen können. Oh, ach ja. Wir spielen nochmal Kaminum. Das freut mich. Ja. Ich sollte auch mehr Bomber spielen, weil er auch die Herausforderung fertig haben will. Diese Klonanlage wird fallen. Ach, ich liebe Durin-Jäger. Die sehen so alle so geil aus. Das ist der Vulture. Mein Lieblingssternjäger aus Star Wars. Ist für mich auch der Beste. Und der 2-Jäger ist auch ziemlich genial. Und den Hyänerbomber. Wenn man denkt, dass dann in den Clone Wars vorkommen, haben sie in den Filmversionen, also hier in den Spiel, ziemlich gut getroffen, finde ich. Ich hätte, glaube ich, ja keine Schilde, ne? Ne, er kann sich auch nicht selbst teilen, aber dafür den Multi-Raketenzielerfassung. Identische G-Maßnahme. Und Doppelproton-Torpedowerfer. Hat er. Und da hat er Schilde, warte mal. Ne, er hat keine Schilde, hat auch weniger Leben als der Republikanische. Dafür hat er aber mehr Durchschlagskraft. Und kann den Gegner auch stören. So. Das ist geil. Dafür habe ich aber leider keine Schilde, die mir den Beschuss vom fernhält. Okay, ich als Bomber sollte eigentlich den. Ja, ich finde den Duriden-Stimmen hier ein bisschen nervig gemacht. Keine Ahnung. Hätten sie sich etwas mehr einfallen lassen können. Vorsicht ist anzuraten. Ja, Vorsicht ist anzu. Oh. Mist. Ja, meine Manövrierfähigkeit ist für den Arsch. ich brauche 3000 für die Slave One. Das wird nichts. Stelle Kontakt hier. Ziemlich wenige Wunder spüre gerade. Naja. Ich weiß, ich bekämpfe auch die Venatorbrücken. Aber unser Team anscheinend nicht so wirklich. Ich schieße die Proton-Torpedos, das macht mehr Schaden. Aber normalerweise sollten Proton-Torpedos, das mehr Schaden machen. So, ja, wir müssen so viele Truppen für uns rausschlagen, wie wir können. Als Angreifer muss man die Einsatzziele so schnell wie möglich am besten zerstören, nämlich da kriegen wir mehr Truppen für die nächsten Einsatzziele. Ich glaube, dass man jetzt noch diesen 5 Proton-Torpedos muss. Leck. Wieso leckt es? Wir sollen nicht lecken, lecken ist böse. Jedes Schulkind weiß das. Lecken ist böse beim Videospielen. Darf man nie vergessen. Ja, hab zu viel abgedrückt. Mist. Die Duridenwaffe wird ziemlich zu stark, finde ich. Komm. Ach, komm schon. Der Arkjäger ist ein ziemlich ätzender Gegner. Er ist zwar nicht der schnellste Manövrierfähigste, aber dafür kann hat er auch Schild und kann sich hochheilen. Das ist auch kacke. Eigentlich sollten es 3 werden. So, weg.
Und jetzt schnell auf die Brücken weiterballern. Ja, das sieht gut aus bis jetzt. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Stimmen mal bei das hoffe. Ja, die Stufe 25, den Jäger. 1000 Leben! Kann mal, ich will kurz gucken bei den Tri, wie viel Leben hat er ohne Sternkarte? Wie viel hat er? 800. Okay, vielleicht hat er sie mit Karte erhöht, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Stirb, urreplikanischer Unruhestifter. Weg da. Schießt immer noch alle auf die Schilde mal. Auf die Brücke, nicht auf die Schilde. Der Sieg rückt einen Schritt näher. Na geht doch. Der Renator ist außer Gefecht. Angriff fortsetzen. Das ist doch schön zu hören. Nur ein kaputter Venator ist ein guter Venator. Stirb, 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 stirb. Geht doch. Erledigt. Jetzt müssen wir kleine Kreuzer vernichten. Weiß jetzt gerade nicht, wo die sind. Guck gleich nochmal. Ich muss mich um die Jäger gemacht. Ja, die Stimme klingt wie ein kleines Baby irgendwie. Ah, da sind sie. Ah, ich bin Abfangjäger. Meine Aufgabe ist eigentlich nur, feindliche Jäger abzuschießen. Komm schon, Feuer, schnell. Kein Schaden, nicht getroffen. Ah, die Slave One ist da. Die ist saumäßig gefährlich. Ist zwar nicht so schnell und die Manövrierfähigkeit ist, naja. Man könnte meinen, sie ist nicht so doof. Dafür hat sie ziemlich viel Durchschlagskraft und halt hält viel aus. Schnell weg. So, okay, ich muss mich kurz mal zurückziehen. Wenn ich ins Wasser fliegen, das wäre nicht gut. So, ein bisschen draufpollern, keinen Schaden. So. Autsch. Ich muss solche Jäger abschießen, das ist meine gewisse Bestandheit. Der hat aber viel ausgehalten für eine KI. Ah, das ist ein Held. Erkennt man daran, dass ein X-Wing ist. Ich muss kurz konzentrieren. Habe ich auch noch lange gut aushalten können. Oh, Yoda, der kleine. Ich kann Helden spielen, aber nicht den ich haben will. Ach, jetzt kann ich's. Wo ihr ein Schlachtfeld seht, sehe ich Gelegenheiten. Siehst du Gelegenheiten, weil du Geld verdienen kannst? Wo besser Kopfgeldjäger, also tötet ihr viel Geld. Dass die republikanischen Kreuzer schwer beschädigt sind. So, kaputt. Republikanische Kreuzer zerstört. Es ist ziemlich auch darauf, was, dass ich nicht irgendwo gegenfliege. So. So, jetzt mischen wir raus und. Netter Versuch. Ja, leider nicht so viel, aber immerhin. Scheiße, jetzt habe ich viel zu viel Schaden abgekriegt und ja. Kannst du noch einen anderen Helden theoretisch spielen? Nö. Ja, will ich aber nicht. Dann wieder Bomber. Angriff initialisiert.
Das gewinnen wir auch wieder. So, Freundchen. Jetzt gibt's erstmal schön Rache. Wenn mein Jäger nicht langsam wäre. So. Das war mal, glaube ich, der gewesen. Oh, hier sind ziemlich viele Feinde. Zu viel. Kritische Bedrohung geäußert. Autsch. Feindliches Großkampfschiff der Minator-Klasse im Anflug. Ja, meine frühe Fähigkeit ist blöd. Ach, hier ist auch der Fehler. Hier werden die Podewins, wie man hier sieht, also im Hintergrund, auch als Dreadnought bezeichnet. Was auch totaler Schwachsinn ist. Die sind keine Dreadnoughts. Sie haben nicht die Größe und nicht die Bewaffnung. Aber egal. Ich bin da jemand, der es wirklich sehr genau nimmt. Was die Schiffsbezeichnung angeht. Beziehungsweise was in jenes ist. Oh, die Minionenfolge. Überladung abgeschlossen. Schilde offline. Triebwerke ungeschützt. Das ging die Brücke geflogen. Okay, zugehen kann mir auch mal passieren, aber das sollte man auf etwas vorher betrachten, oder nicht? Egal. So. Nein, und so schön Druidenbomber. Die waren erst frisch aus der Fabrik gekommen. Nein. So. Autsch. Bombardierung abgeschlossen. Druidenbomber ziehen ab. Jetzt haben wir sie. So. Ich muss weg. Befolgt eure Befehle. Stirb, stirb, stirb. Mist. Nimm mal Slave One, bitte. Der ist so ein cooles Schiff, bitte. Von dieser seismische Bombe ist so geil. Man denkt so, oh, ist eine kleine Bombe, die richtet nichts an. Und dann so, bong, ist weg. Für mich ist diese seismische Bombe irgendwie die heilige Handgranate aus Worms. Nur hier in Star Wars. Nur schreit sie nicht Halleluja und explodiert, sondern macht erst einen Bong und explodiert. Und? Drei erledigt. Das ist doch schön. Komm schon, meine lieben Druidenfreunde. Jetzt müssen wir uns mal Mühe geben. Ah, wäre das auch da. So. Willst du sterben? Ach ja, stimmt ja, Komm schon. Lass mich schwummeln, lad schnell wieder auf. Komm schon. Lass mich Bombe. Ah, die sind nur zwei. Er wird noch eine Stufe aufgestiegen. Und die Slave One stürzt ab. Okay, wir müssen uns ziemlich stark auf die Venator konzentrieren, dass wir ihn richtig hart kaputt machen. Die Triebwerke gehen, ist natürlich kaputt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin aber zu langsam. Du Freundchen, hör auf meine schönen Bomber zu ballern. Das ist unhöflich. Los, Angriff, meine Druidenfreunde. Sauber! Oh, ein Held schon wieder. Strahlenwaffe wiederhergestellt. Mist, keiner getroffen. Komm schon.
Oh, der Millennium Falcon schon wieder. Das ist ein Großziel, wo man draufballern kann. Ui, und tschüss. Ein Wirs ist auch da. Alter, wie schreien wir verschießen? Ach ja, stimmt, bei den Streuenwaffen darf man, auch wenn sie schießt, auch nicht in den Laserstreif fliegen. Das habe ich mal gesehen, dass deiner davon gestorben ist. So, jetzt alle Einheiten nochmal Angriff, draufballern. Ich habe mir meinen Ruf verdient. Keine Katze, hat nichts gebraucht. Komm schon, Jungs. Los, los, und Mädels. Jungs und Mädels. Obwohl Durinen ja kein Geschlecht haben, aber die anderen Spieler haben es ja. Los, 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 los. Macht's kaputt. Macht ihr wie den Venator zu Schrott. Zum Planeten. Wie viele Klone dabei sterben, wenn so ein Venator auf einer Klonanlage landet? Oder abstürzt, besser gesagt. Ja, davon hat er sich bestimmt auch mehr erhofft, als ich das Mission, wo man losgegangen ist. Raketenschwamm los. Der Venator soll auch massiv Schaden nehmen. Komm schon, gleich haben wir es geschafft. Hey, wir sind immer noch Zweiter, können wir noch gut halten. Obwohl ich hier bei Raumgefechten kein Experte bin. Los, 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 Raketen. Proton-Tupp ist besser gesagt. Das ist im Prinzip ja eh das gleiche. Jawohl, ist unten der Schild. Und los, Feuer. Zwei, eins, null, kaputt, gewonnen. Lang lebe die Separatisten, Allianz. Haha. Nurin-Jäger sind die geilsten Jäger. Ruhm und Ehre des Separatisten, Allianz. Ich bin immer noch drunter geworden. Ja, die Bomber sind mal, ja. Ja, die Slave One Bomber ist in einer Stufe aufgestiegen. Das ist doch geil. Wie viel Credits gibt's? 530, immerhin. Gut, Erfahrungspunkte gemacht. Okay, dann wollen wir mal gucken, beende ich das Video jetzt oder... Ich denke... Noch ein, vielleicht. Ein Hinterhalt. Alle Republikeinheiten bereit machen zum Kampf. Nee, ist es schon spät. Und ja. Ich will noch einen anderen Modus machen, aber nicht in diesem Video. Also sage ich dann schon mal Tschüss. Und bis zum nächsten Video. Ciao.